Was ist Leben? Auf den ersten Blick eine recht simple Frage. Lebewesen haben eine sich evolutionär entwickelnde DNA, interagieren mit ihrer Umwelt und sind dafür ausgelegt, sich zu replizieren. Doch längst nicht alle Wissenschaftler teilen die Auffassung, dass eine DNA ursächlich für Lebensformen ist. Sie halten diesen Ansatz für anthropozentrisch und meinen, dass die Evolution einer DNA nur eine spezifische Ausprägung möglicher Lebensformen ist, die nämlich auf der alles irdisches Leben basiert. Wissenschaftlichen Konsens darüber gibt es jedoch nicht. Wenn ich eins gelernt habe in den Projekten, ist, dass sich auf den Begriff des Lebens zu einigen eigentlich nicht wirklich stattfindet. Was allerdings stattfindet, stattgefunden hat in diesen Projekten, sind zahlreiche, sehr spannende interdisziplinäre Diskussionen darüber, was Leben sein kann. Und da merkt man teilweise, dass zwischen den Disziplinen Abgründe sind dessen, was als Leben begriffen wird. Und teilweise selbst in den Disziplinen, also selbst innerhalb der Biologie, haben wir da unterschiedliche Auffassungen. In diesen Diskussionen steht oft der Begriff der Spontanzeugung im Mittelpunkt. Neu ist er allerdings nicht. Er wurde schon vor 2000 Jahren von Aristoteles geprägt. Er nutzte ihn für die Beschreibung einer dritten Art der Entstehung von Leben, neben der vegetativen und der sexuellen Fortpflanzung. Er dachte dabei noch an Lebensformen wie Insekten, deren Larven für den antiken Biologen scheinbar aus dem Schlamm geboren wurden, also aus anorganischem Material. Es gab lange Zeit die Annahme, dass es eine Art Spontanzeugung gibt, also dass Leben so aus dem Nichts heraus entsteht. Und das wird auch sehr viel in diesen neuen Forschungsrichtungen der synthetischen Biologie diskutiert. Und dann auch die Idee, wir können es auf neuartige Weise erschaffen. Das heißt, ein Schlagwort ist dann XNA, also nicht DNA, RNA, sondern XNA. Wir kennen bisher kein Leben außerhalb der Erde. Aber wir haben in den letzten Jahrhunderten damit begonnen, Werkzeuge und Maschinen zu bauen. Einem Webstuhl des 19. Jahrhunderts oder einem Automobil der 60er Jahre kann man noch eindeutig absprechen, lebendig zu sein. Aber wie ist das mit modernen Maschinen, die inzwischen immer intelligenter werden und mit digital arbeitenden Algorithmen lernen können, auf ihre Umwelt zu reagieren und dabei zunehmend autonom arbeiten? Könnte auf diesem Weg Leben ganz anderer Art spontan entstehen? Damit sind wir beim Thema künstliche Intelligenz angekommen und dem Aspekt Frankensteins Monster 4.0 zu erschaffen. Nicht mehr aus Lehm und chemischen Prozessen, sondern aus Silizium, Kupfer und digitalen Algorithmen. Mit diesen Algorithmen funktionieren sie auf ähnlicher Grundlage wie unser Denken, das in der abendländischen Kultur nicht erst mit Descartes' Cogito ergo sum als wichtigstes Herzstück menschlicher Intelligenz gesehen wurde. So ist das Verhältnis des Menschen zu dieser mächtiger werdenden Maschine ambivalent geworden. Hat die Maschine der Zukunft das Zeug, nicht nur intelligent, sondern gar lebendig zu werden und so eigene Interessen zu verfolgen? Christopher Koenen, der sich seit seinem Studium mit der Ideengeschichte des utopischen Denkens und der Optimierung des Lebens befasst, blickt auf das Spannungsfeld biologische und künstliche Intelligenz samt ihrer kommunikativen Schnittstelle zur Außenwelt so. Wenn man so möchte, kann man einen Kommunikationsbegriff wählen, der eigentlich alle Lebewesen umfasst, wenn man einen sehr weit gefassten Kommunikationsbegriff haben. Wobei natürlich dann teilweise bei einfachen Organismen oder auch bei höheren teilweise, sag ich mal, vom Energiestoffwechsel kaum noch zu unterscheiden ist. Wenn wir das einbringen, ist selbstverständlich, dass bei gewissen Komplexen, das sind jetzt keine biologischen Begriffe mehr notwendig, ich verwende jetzt andere in diesem Fall, bei komplexen Interaktionen, also von solchen Austauschbeziehungen oder aufeinander handelnd sich aufeinander zu beziehen, dass das, wenn die komplexer sind, solche Prozesse, sie mit immer höherer Intelligenz eingehen. Zwar ist also auch für Koenen das kognitiv bestimmte und ressourcenschonende Verhalten in der Umwelt Voraussetzung für die Definition von intelligentem Leben. Jedoch hält er bei höher entwickelten Lebensformen das Vorhandensein sozialer Intelligenz für besonders bedeutsam, also die Art und Weise, wie Wesen mit ihresgleichen umgehen.
Etwas, das von Kognitionsforschern lange Zeit als nachrangig betrachtet wurde. Es besteht eine Art Reduktion natürlich in vielen Intelligenzbegriffen klassischer Art. Besteht im Stärkenmaße auf Denken und dort wiederum auf die, sage ich mal, die kognitiven Fähigkeiten, nicht wahr? Und das fänd ich tatsächlich wieder zu kurz gesprungen. Und da, weil wir, wenn wir dies täten, tatsächlich uns die Unterschiede zwischen menschlicher und anderer Intelligenz, hypothetischer oder bereits existierender künstlicher Intelligenz, aus dem Blick gerieten. Und ich würde jetzt zunächst einmal behaupten, dass alle Maschinen heutzutage dort in der Hinsicht noch nicht dem Menschen oder den Tieren oder ähneln. Mensch und Maschine, also doch Antipoden? Andererseits ist festzustellen, dass mit künstlichen Gliedmaßen dank intelligenter Software und ihrer Verdrahtung direkt ins Nervensystem erstaunliche motorische Erfolge erzielt werden können. Und mit tiefer Hirnstimulation, die in den Hypothalamus implantiert wird, dürfen zu therapeutischen Zwecken bereits maschinelle Eingriffe in die Kognition von Menschen erfolgen. Nach übereinstimmender Expertenmeinung kann dies zu Bewusstseinsveränderungen führen. Noch fehlen der Wissenschaft die neurologischen Grundlagen, um solche Veränderungsprozesse gezielt zu kontrollieren. Aber der Weg dorthin liegt bereits vor uns. Mensch und Maschine wachsen sowohl in der Körperlichkeit als auch bei den Denkprozessen in den sogenannten Cyborgs zusammen. Aus dieser fortschreitenden Fusion erwächst die Frage, wann hört der Mensch auf, ein Lebewesen zu sein? Wann wird er zu einem maschinellen Alter Ego? Aber vielleicht ist die Trennung von Mensch und Maschine gar nicht so offensichtlich, denn Maschinen sind ein Werk des Menschen, Teil seiner eigenen soziokulturellen Evolution. Und da gibt es Samuel Butler, heißt der Mensch, also wie der Butler, Samuel Butler. Und der hat noch tief im 19. Jahrhundert einen witzigen kürzeren Text geschrieben über Darwin unter den Maschinen. Und dann hat er später eine negative Utopie geschrieben. Everyone, umgedreht Nowhere, also richtig in die Utopie-Tradition gestellt. Und mit so einem eine Zukunftsutopie und im Grunde genommen geht's bei ihm um die Idee, dass die Maschinen eine neue Rasse, nennt er es glaube ich sogar noch, also wir könnten das jetzt auch ersetzen durch andere biologische Begriffe, aber dass neben den Menschen etwas anderes getreten ist, was Intelligenz entwickelt und sich auch weiterentwickelt. Und dann macht er halt die ganze Zeit Vergleiche, was ist Reproduktion bei den Maschinen. Es gibt schon Maschinen, die eingesetzt werden, um andere Maschinen zu bauen. Er sagte dann natürlich im Moment, brauchen die Maschinen uns noch für ihre Evolution, aber letztendlich zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Maschinen uns tatsächlich immer mehr als Mittel zur Vorantreiben ihrer eigenen Evolution nutzen. Uns heutigen kommt das doch irgendwie alles sehr bekannt vor, nicht wahr? Weil das sind ja genau die Diskussionen, die gerade in der künstlichen Intelligenz geführt wurden. Das schreibt er jetzt vor weit über 100 Jahren, über 150 Jahren. Und er greift eigentlich auch schon viel dieser Fragestellungen auf oder sowas, wo überhaupt noch der Unterschied liegt und ob die Maschinen uns dann eigentlich noch überhaupt brauchen und wenn sie nicht mehr brauchen, ob sie uns dann überhaupt noch dulden werden etc. Und dann ist immer die Frage, wo liegt eigentlich noch der Unterschied, wenn die Maschinen Maschinen bauen und wenn Maschinen so intelligent sind, sozusagen auch nicht mehr nur noch vom Menschen vorgegebenermaßen etwas zu bauen, selbst sowas in die Richtung denkt er bereits, sondern selbsttätig, kreativ auf gewisse Weise. Kreativität ist ja ein Zeichen der menschlichen Intelligenz sehr stark, auch der tierischen zum Teil, aber auf jeden Fall anders als bei den Maschinen, die wir bisher weitgehend kennen, also weitgehend bei den Maschinen, die wir bisher kennen. Wenn sich das erstmal geändert habe, da sei doch eigentlich gar kein Unterschied mehr zwischen Mensch und Maschine. Und diese Idee ist dann durchaus in nicht so ironischer Art und Weise auch in der Denkrichtung, die dann heutzutage meistens als Transhumanismus bekannt ist, fortgesetzt worden. Und da wird eigentlich argumentiert, dass die natürliche Fortsetzung der menschlichen Evolution der mechanische Mensch sei. Und das ist dann hergestellte Maschine noch mit menschlichem Geistanteil. Die Vorstellungswelt des Transhumanismus treibt den Kult des heute lebenden Individuums auf die Spitze. Der Mensch mit seiner Intelligenz im Jetzt bleibt erhalten und lebt ewig, sogar dann,
wenn das nur in einer Simulation mit hochgeladenem Bewusstseinsinhalt möglich ist. Die Kernideen der transhumanistischen Ideenrichtung sind natürlich die, was unbedingt zu erhalten ist, ist die menschliche Intelligenz. Es geht um die Verewigung der menschlichen Intelligenz, die niemals untergehen darf, die bis zum, ja, über das Ende der Zeiten hinaus. Und da ist meistens steckt drin, wir brauchen dafür den Körper nicht mehr. Und die avanciertesten Diskussionen im Sinne von am weitesten Spekulierenden dort sind, wenn wir tatsächlich das Embodiment bräuchten, das gestehen die ja dann gerne auch mal zu, dann können wir ja auch den Body simulieren. Der Mensch im Transhumanismus existiert mit perfektem Gedächtnis und dem Zugriff auf das gesamte Wissen der Erde, aber irgendwie dann doch auf der Grundlage des genetischen Status quo. Er bleibt ein evolutionär stabilisierter Maschinenmensch auf der intellektuellen Stufe eines Steinzeitwesens. Wenn der Traum der Transhumanisten Realität werden sollte, dann ist es gut möglich, dass der Mensch bei der von ihnen anvisierten Expansion in die unendlichen Weiten des Alls eine Spur der Verwüstung hinter sich herzieht. Könens Plädoyer? Diese Idee, dass wir sozusagen den Mensch als einen Denkapparat vor allen Dingen wahrnehmen und ihm dann in den großen transhumanistischen Visionen die Rolle beimessen, du kleines Individuum im großen Ganzen, trag mal dazu bei, dass wir insgesamt dieses tolle Ziel haben als Menschheit, das Weltall zu kolonisieren. Damit hat die Evolution auf einmal ein Ziel, sie wird also teleologisch auf gewisse Weise, denn wir wollen uns ausbreiten. Das hat als alles wenig mit Mainstream-Biologie zu tun, aber das ist halt nun mal die große Erzählung. Die Forschung, die mich besonders interessiert, ist ja, wie sind die Leute auf diese Ideen gekommen und in welchem Verhältnis stehen sie zum Mainstream-Denken über Naturwissenschaft, Technik und die Zukunft? Und da ist mein Argument eigentlich, dass der Transhumanismus ein Symptom und ein durchaus ernstzunehmender, intellektuell zumindest und zum Teil auch technisch ernstzunehmender Lösungsversuch der eine Dysfunktionalität unseres Verhältnisses zu Naturwissenschaft und Technik ist. Westliche Zivilisation ist dadurch geprägt, dass Naturwissenschaft und Technik nicht einfach als Instrumente wahrgenommen werden, sondern immer auch oder sogar vorrangig als Lösungsmittel. Und das ist eigentlich auch meine zentrale Kritik, weil ich sehe als einiges als erlösungsbedürftig an, das sind aber vor allem unsere gesellschaftlichen Verhältnisse. Und ich würde gerne zunächst einfach mal erproben, ob Menschen vielleicht mal einige Generationen in Frieden, Wohlstand, ohne Unterdrückung und Ausbeutung zusammenleben können. Das würde ich gerne vielleicht erst einmal ausprobieren. Und dann können wir immer noch überlegen, ob wir ins Weltall gehen. Solange wir noch nicht mal geschafft haben, in der Menschheitsgeschichte stabil mal zwei Generationen auf dem irdischen, paradiesischen Zustand gelebt haben, sollten wir vielleicht nicht überambitioniert gleich den nächsten Schritt gehen wollen. Aber wie kann der Mensch die Probleme hier auf dem Boden des blauen Planeten in den Griff bekommen? Das avantgardistische Stichwort mancher Transhumanisten heißt Moral Enhancement. Es kursieren bereits Vorstellungen dazu. Die Amputation des hohen Aggressionspotenzials bei Männern und für die Gleichberechtigung der Frau die Auslagerung der weiblichen Gebärmutter in einen Apparat. Aber wer entscheidet darüber, was den besseren Menschen ausmacht? Die Intellektuellen aus der Wissenschaft, Regierungen von Staaten, repräsentative Vertreter bestimmter Kulturkreise oder gar die künstliche, weil vermeintlich neutrale Intelligenz? Die Antworten würden ganz unterschiedlich ausfallen. Auch mit einem Moral Enhancement bleibt jedoch das große Manko, der maschinell und moralisch-algorithmisch voll aufgepeppte Homo sapiens bleibt auf das biologisch-evolutionäre Individuum heutiger Prägung fixiert, das für Kriege, Vermüllung der Erde und ausgedehnten Raubbau der Ressourcen verantwortlich ist. Wo also bleibt das Social Enhancement, das nicht mehr den Einzelnen, sondern das Kollektiv in den Fokus der Betrachtung schiebt und die soziokulturelle Evolution direkt in den Menschen einpflanzt? Wenn es ums Thema Transhumanismus geht, kommt mir der bedeutende Naturwissenschaftler, aber auch Autor, Denker über soziale und geschichtliche Aspekte, John Desmond Bunnell in den Sinn. Und der hat halt John Desmond Bunnell ist jemand, ja, so eine larger than life, also eine größer als das Leben Figur aus dem 20. Jahrhundert,
Er kannte da noch keine Computer, aber das war 1929, aber er sagt halt im Grunde genommen, die einzig natürliche Fortsetzung der menschlichen Evolution ist aufgrund der menschlichen Intelligenz der mechanische Mensch. Und das sagt er als jemand, der ganz bedeutende biologische Forschung auch gemacht hat. Er sagt, Leben heißt zu denken. Und insofern, und davon ausgehend argumentiert er halt, wie so nach und nach das gesamte Leben auf der Erde ersetzt wird durch synthetisches, also durch irgendwelche technischen Ersatz. Und das die Möglichkeit ist, ins Weltall aufzubrechen. Bernal war überzeugter Kommunist. Daher war für ihn der soziale Fortschritt revolutionär zu lösen. Die Transhumanisten haben sich heute von solchen Überlegungen weitgehend gelöst. Für Koenen ihr größtes Manko. Das macht diese Vision so trostlos von Elon Musk und den anderen. Das soll ja ohne einen großen gesellschaftlichen Wandel funktionieren. Das heißt, es ist einfach nur eine Verlängerung des Elends, was wir heutzutage haben mit Konkurrenzkampf, Klassengesellschaft etc. in die Zukunft. Und da sehe ich eigentlich relativ wenigen, einen relativ geringen Reiz drin. Das ist also im Grunde genommen so, dass diese Idee einer Übertragung des Geistes auf eine andere Substanz, wenn sie nur daraus besteht, dass wir fortschreiben die existierende Gesellschaft, sehe ich eigentlich das Fehlende an diesem utopischen Neuen. Dass solch Social Enhancement nicht nur möglich ist, sondern schon gedacht und sogar gemacht wird, bietet experimentelle Perspektiven, die für manche ein unerträgliches Horrorszenario entwerfen, für andere wie Koenen aber einen kleinen Lichtblick am Ende des Tunnels zeigen könnten. Seine Gedanken beginnen aber zuerst einmal mit einem reichlich düsteren Gesellschaftsbild des Jetzt, konkretisiert am Beispiel der optimiert rationalisierten Algorithmen, die heute noch jegliche soziale Intelligenz vermissen lassen. Das heißt, wir könnten uns auch fragen, ob was wir jetzt sozusagen erleben mit der Art und Weise, wie aktuell zum Beispiel in den Warenlagern von Amazon Menschen, also auf unwürdigste Weise reduziert würden zu noch sich Rechnenden, weil noch nicht die Roboter, die anderen Roboter bedienen, noch nicht billig genug sind. Die sind ja eingearbeitet per Algorithmen in wirklich also menschenunwürdige Arbeitsabläufe, wo sie anscheinend nicht mal auf die Toilette gehen können etc. In so einem halb rennend, halb gehend, so einem Halbtempo laufen müssen und auch ihre menschliche Intelligenz gar nicht mehr einsetzen dürfen, weil sie, wenn ihnen etwas selbstverständlich erscheint, na, dann nehme ich doch die beiden Pakete mit gleichzeitig, ergibt doch Sinn. Dann, wenn aber der Algorithmus, wahrscheinlich hat er auch noch recht, in Anführungszeichen, sagt, nee, das machst du aber nicht so, dann dürfen die das nicht machen. Das ist also eine extreme Herabwürdigung. Und da könnten wir natürlich sagen, was wir hier diskutieren, ist eigentlich schon ein Faktum und was wir, wie so oft in diesen Diskussionen über Technikzukünfte, hier so aufgeregt mit Blick auf eine weite Zukunft diskutieren, spiegelt eigentlich nur wieder, wo wir heute schon stehen. Und das ist auch ein Grundcharakteristikum nicht nur des technikvisionären Denkens, sondern auch des utopischen Denkens, dass das Denken utopisch-dystopische, technikvisionäre Denken ganz eigentlich im Wesentlichen immer ein Denken über die Gegenwart ist, nicht über die Zukunft. Wie also kommen wir aus der Düsternis zum zukünftigen Social Enhancement von Maschine und Mensch? Da könnten dann die ambivalenten, vor allem unbewusst wirkenden Gefühle eine wichtige Rolle spielen, die der Mensch schon hat, die Maschine heute aber noch nicht. Könnten sie einst helfen, Menschen wie Maschinen in ein soziales Geflecht gegenseitigen emotionalen Verhältnisses einzubetten? Das Schlussstatement. Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag, um den Sie mich ja gebeten haben, an was man da sozusagen denken könnte, auch mit Vorsicht zu genießen, weil er ja wieder voraussetzt, dass wir in unserem gegebenen dysfunktionalen System ihn dann entwickeln würden und dem jetzt nutzen würden, wäre dennoch mein Vorschlag, sich zu fragen, gibt es vielleicht Technologien, die vielleicht im Sinne eines solchen Moral Enhancement dazu geeignet sind, uns in solchen Fähigkeiten zu stärken, wie Beziehungen zu erkennen, auch Abhängigkeitsbeziehungen voneinander mitzuleiden. Sind solche Technologien vielleicht nicht interessant zu entwickeln? Also es gibt ja durchaus da auch schon einfache Ansätze. Also es gibt schon so Cybertechnologien, die ohne diesen
Absicht hier dabei zu verfolgen. Der Kevin Warwick, glaube ich, entwickelt hat, der Cyborg-Pionier, der hat im Grunde genommen, glaube ich, eine Technologie entwickelt, wo er spürt, wenn seiner Frau in den Arm gekniffen wird oder ähnliches. Wenn wir sowas in die Richtung weiter dächten, dass wir sozusagen das Unglück, was ein gequälter Mensch in einer Folterkammer oder auch nur in einer dysfunktionalen Familie empfindet, wenn wir das sozusagen selbst empfinden müssten, weil wir entsprechend verschaltet wären etc. Man könnte so überlegen, ob man technische Arten und Weisen findet, das uns auszutreiben, was wir halt nicht mehr haben wollen oder vielleicht noch nie haben wollten, weil natürlich die meisten Weisheitsreligionen und Weisheitslehren uns ja schon viele der wichtigen Laster, Sünden etc. auch schon aufgezeigt haben. Und wenn wir schon von Unterbewusstsein und Emotionen sprechen, was mir sehr gut gefällt, ist das freudsche, ozeanische Gefühl. Bloß dieses ozeanische Gefühl ist nicht nur sozusagen das Gefühl so einer Einheit mit dem Kosmos, wir sind alles, sondern es enthält eigentlich auch die Idee der Einheit mit allen anderen Menschen. Und wir könnten das natürlich in unserer heutigen antispezizistischen, antianthropozentrischen Sicht, könnten wir es ja noch auf andere Tiere erweitern. Wir könnten uns eventuell auch vorstellen, eine Technik, die mir sehr gut gefallen würde, wäre, wenn wir technisch so weit kommen könnten, dass wir besser kommunizieren können oder besser nachempfinden können, was Tiere empfinden. Wenn wir jetzt sehen, wir sind ja schon wieder auf sehr weitgehenden Visionen hier wieder und stehen dann aber gleichzeitig, Stichwort Tiere, da vor dem Faktum, dass wir irgendwie Wildtiermärkte in China und Schweinefarmen in Niedersachsen haben. Kriege, wir reden davon, dass China und Russland und USA in 10 oder 15 Jahren miteinander Krieg führen. Das heißt, wir leben also in der fiesesten Vorgeschichte. Es hat nichts, all die Versprechen, die wir im Kommunismus, aber auch im Liberalismus hatten, vom Fortschritt, und zwar so einen Sprung in eine Gesellschaft, die dann wirklich rational weiterplanen kann, haben wir ja gar nicht. Wir sind Gefangene unserer übelsten Emotionen. Und angesichts dessen sympathisiere ich zum Teil, muss ich zugeben, sogar mit Ideen so einer Art technokratischen Verbesserung des Menschen. Aber das ist dann auch eher ein Verzweiflungsakt, weil es mir weitaus lieber wäre, wenn wir das diskursiv und gemeinsam handelnd und nicht erzwungen diesen Schritt täten.